Ich wechsle vom Nationalrat in den Wiener Gemeinderat Landtag. Kurz zur Vorgeschichte vielleicht, Sie fragen mich ja dann vielleicht was. Wie der David erwähnt hat, war mein Vorzugsstimmenwahlkampf damals 2010, im Herbst 2010, sehr erfolgreich für mich, eigentlich unerwartet und erstaunlich erfolgreich. Ich hatte mich aber dann entschlossen, das Gemeinderat, das ich hätte annehmen können, nicht anzunehmen, sondern im Nationalrat zu bleiben, mit den Schwerpunkten Europa, sagen wir kurz, europäische Angelegenheiten, internationale Angelegenheiten, beziehungsweise als Beauftragter der Stadt Wien für Universitäten, Wissenschaft und Forschung hier in der Stadt eine Funktion wahrzunehmen. Ich halte nebenbei gesagt beide Funktionen für extrem wichtig. Die europäischen Fragen im Nationalrat, nicht nur dort, aber hauptsächlich, beziehungsweise das Verhältnis zwischen der Stadt Wien und den hier ansässigen Forschungseinrichtungen, Wissenschaftseinrichtungen, Lehreinrichtungen von den Universitäten über die Fachhochschulen bis zu den anderen wissenschaftlich relevanten Einrichtungen. Trotzdem, es blieb irgendwie ein Makelhaften. Der Makel war, dass ich, wenn man so will, den Wählerauftrag mit den fast 12.000 Stimmen, die ja kein Mensch, sagen wir mal ich, jedenfalls nicht für möglich gehalten hätte, dass ich diesen Wählerauftrag nicht angenommen habe und nicht in den Gemeinderat übersiedelt bin. Das hat mich schon beschäftigt jetzt die letzten 18 Monate und ich möchte ganz einfach gesagt diesen Makel tilgen. Die Gelegenheit dazu ergibt sich jetzt zum ersten Mal, dadurch, dass Sigrid Pilz zur Patientenanwältin gekürt wurde, dieses Mandat frei wird und ich, wie sagt man, der Erstgereihte auf der Reststimmenliste bin und so gefragt werden muss irgendwann in den nächsten Wochen, ob ich das Mandat, das Gemeinderatsmandat annehme und ich werde es annehmen. Es ist ja nicht irgendein Rathaus, ja, sondern die politische Arbeit finde ich für eine der schönsten, attraktivsten, interessantesten Städte, Hauptstädte Europas, ist eine extrem spannende Angelegenheit. Insbesondere in dem Bereich, aus dem ich komme, zu versuchen, die wechselseitige Identifikation zwischen der Stadt Wien, seinen Bewohnern, Politikern, allen Menschen, die hier wohnen, und den Lehr- und Forschungseinrichtungen in Wien zu verstärken. Das halte ich für langfristig für eine ganz wichtige Sache, dass wir, um Schüssel zu zitieren, nicht von der, wie hat er gesagt, Lipizzanern und noch irgendwas, egal, jedenfalls von Habsburg allein nicht leben können, sondern diesen Wien als Wissenschaft, Wissenszentrale Österreichs und im zentraleuropäischen Raum brauchen. Und last not least, sage ich Ihnen ganz offen, bin ich neugierig. Jetzt habe ich 18 Jahre fast Oppositionsarbeit hinter mir. Es ist ja nicht immer lustig. Hauptsächlich rot-schwarz, eine Zeit lang auch schwarz-blau. Und jetzt komme ich in eine Regierungsfraktion. Die Arbeit in einer Regierungsfraktion ist sicher etwas anderes, als in einer noch so wichtigen Oppositionsfraktion im Parlament. Noch dazu eine Regierungsfraktion, wie soll ich sagen, wo sich das Verhältnis, das Deal, das Klima zwischen den beiden Fraktionen Rot und Grün oder, wenn Sie so wollen, personell Häupl und Vassilakou ja völlig anders darstellt als im Bund, wo die täglichen Knirschstellen ja unüberhörbar sind. Also darauf freue ich mich auch, hier etwas Neues zu lernen. Ich habe das Gefühl, dass ich willkommen bin im Rathausclub, das ist auch nicht ganz unwichtig. Ja, ich freue mich auf die nächsten Jahre. Dankeschön.